Herzlich willkommen bei What the Food. Wenn ihr auch Bock habt auf so eine schnelle Pasta-Nummer hier mit einer schönen fruchtigen Tomatensoße, die ruckzuck geht, frittierten Rucola, dann bleibt doch einfach dran und zieht euch das Video kurz rein und dann wünsche ich euch einen guten Hunger. Und das bedeutet, unser erster Schritt, den wir heute für unsere wundervollen Spaghettis machen, ist, wir werden hier einmal die Zwiebel kleinschneiden. Und ich mag das ganz gerne, wenn die Zwiebel sich dann mit der Pasta vermischt. Heißt, wenn man schöne lange Streifen runterschneidet, dann hat man beim Aufrollen alles dabei. Deswegen gehe ich einfach hierher, schneide die Zwiebel einfach so runter. So dünn es nur möglich geht. Und dann das Ende. Schneide ich einfach dann in kleine Stückchen. Dann hat man ein bisschen was Kleines und ein bisschen was Großes. Das ist ganz schön. Dazu machen wir uns einen kleinen Topf an. Zwiebeln kommen hinein. Dann habe ich hier so einen Esslöffel Butter. Der kommt auch dazu. Eine gute Prise Salz. Und dann lässt man die Butter schön schmelzen mit den Zwiebeln zusammen. Kann auch ruhig ein bisschen Farbe kriegen. Und das schmilzt es vor sich hin, fängt an zu karamellisieren. In der Zwischenzeit gehen wir her, nehmen unseren Knoblauch, pressen den schön an, hacken den einmal durch. Dann gehen wir her und tun den ganzen Knoblauch hier rein. Immer schön beobachten, dass auf jeden Fall nicht der Knoblauch anbrennen kann oder zu braun wird, dass er bitter schmeckt. Dann haben wir hier sogenannte Buchenpilze oder Chimäepilze. Die sind ganz einfach zu verarbeiten. Man geht einfach hin, schneidet sich so viel runter, wie man braucht. Und den Rest kann man wieder mit der Wurzel so zurück in den Kühlschrank tun und dann für die nächsten Sachen, die nächsten Tage verwenden. Da gehe ich her und breche die alle auseinander. Und die gebe ich jetzt auch schon in den Topf dazu. So, da haben wir hier unseren Rucola. Der kommt auch mit in die Soße rein. Und zwar auf zwei Varianten. Am Anfang geht man her und schneidet sich den Strunk so fein wie möglich. Wenn man dann hier oben angekommen ist, wo das Blatt quasi anfängt, dann hören wir auf. Ein kleines bisschen. So. Das heben wir uns jetzt erstmal auf für später. Wenn ein leichter Bodensatz entstanden ist, kann man jetzt hergehen. Und ich mache das ganz gerne mit einem hellen Balsamico-Essig. Weil der bringt nämlich nachher noch die Süße mit rein, die wir bei den Tomaten eh brauchen. Und löscht den Bodensatz mit dem Essig ab. Ich habe so viele Tomatensoßen, Rezepte, Ideen oder Sachen halt von Tomatensoßen. Wir könnten so einen ganzen Tomatensoßen-Ding, 101 Tomatensoße zum Beispiel. Das könnt ihr reinschreiben, genau. Schreibt es doch mal rein in die Kommentare. Schreibt doch mal in die Kommentare rein, ob ihr auf 100 verschiedene Arten und Weisen Tomatensoße gerne mal sehen wollt. Das ist halt immer nur Tomatensauce, ne? Das ist halt. So schaut es jetzt aus. Und dann kommt da der Rucola dazu. Und die Tomatensauce. Tomaten. Passierte Tomaten sind es. Tomatensauce. Passierte Tomaten. Dieses Glas fülle ich jetzt nochmal auf mit Wasser und auch dazu. Und dann kocht es einmal richtig auf. Und wenn es einmal richtig aufgekocht ist, dann stellen wir es auf die Seite und lassen es da erstmal ziehen. In der Zwischenzeit gehen wir her und kochen unsere Pasta. Klar, man stellt Wasser auf.
lässt es kochen, tut Salz hinzufügen und dann macht man die Pasta rein. Dann kocht man die in dem Fall 7 Minuten und dann sind sie fertig. Das sind Spaghetti von den Buchholzer Nudeljungs. Die kommen aus der Freiburger Ecke und haben schon öfters mal was mit denen zusammen gemacht. Und das sind Top-Nudeln. Und die verkaufen auch aus umweltaspektischen Gründen wahrscheinlich, ich weiß es nicht, glaube ich jetzt einfach mal, auch den Bruch. Also klar, die Spaghetti, die kaputt gegangen sind bei der Produktion. Das finde ich ganz cool. Also gibt es nämlich ein paar größere, ein paar kleinere. Und die benutze ich ganz gerne. Also Wasser kocht, Pasta kommt rein. Als kleines Highlight für unsere Pasta machen wir einen schönen frittierten Rucola noch oben drüber. Es geht ganz einfach, man hat einfach eine Pfanne, macht ein bisschen Öl rein. Am besten hitzebeständiges Öl, heißt Sonnenblumenöl oder Frittierfett oder sogar, was auch richtig geil ist, Olivenöl. Das kann man auch nehmen dafür. Ich nehme einfach das klassische, ja, es ist Sonnenblumenöl. Einfach die Pfanne, den Boden schön auskleiden mit Öl. Dann habe ich hier eine halbe Knoblauchzehe. Die schmeiße ich auch damit rein. Und so ein Stängel Thymian getrocknet. Und wenn das anfängt bitzeln. Prickeln? Nee, ja. Wie heißt das? Sprudelt, es sprudelt, es blubbert, es lebt. Wenn es anfängt zu leben, dann kann man einmal ein Probestück reinschmeißen. Es muss direkt anfangen, so aufzuplatzen. Es muss einfach direkt leben. Leben entstehen. Ja, genau, leben. Sag ich doch. Also unser Süßchen ist jetzt hier ein bisschen gezogen. Da geht man jetzt dann her, logischerweise. Probiert das ganze Ding mal. Schon geil, aber die Säure der Tomate, die ist immer noch da. Deswegen geben wir einfach ein ganz kleines bisschen Honig dazu. Wirklich nur so einen ganz kleinen Tropfen. Und dann wollen wir es noch ein bisschen salziger. Und da gibt es sowas wie Ketchup Manis, heißt das. Das ist so eine Sojasauce mit Zuckeranteil, sage ich jetzt mal. Und die bringt einfach nochmal so eine, ja, es ist eine süße indonesische Sojasauce. Und bringt einfach nochmal ein bisschen Charakter hier in die Soße mit rein. Macht das alles noch ein bisschen runder. Und jetzt ist mein Tipp der, die Nudeln, die bräuchten jetzt eigentlich noch 2 Minuten. Und wir gehen jetzt her, nehmen die Nudeln und lassen sie einfach nur ein bisschen abtropfen und geben sie dann in die Soße rein. Weil die Stärke der Nudeln tut natürlich die Soße hier auch noch mal ein bisschen nachbinden. Und jetzt das wichtigste Nudelgesetz eigentlich, das es gibt, den Deckel wieder drauf zu machen und das alles schön durchziehen zu lassen, damit sich die Nudel auch komplett mit der Soße vollsaugen kann. Und jetzt sind wir eigentlich schon fertig, ne? Jetzt hole ich noch einen schönen Teller und dann richten wir an. Und dann sind wir fertig. Habe ich jetzt doppelt gesagt. Egal. So, wir haben jetzt hier alles auf den Teller draufgepackt. Den Rucola, die Nudeln, die Pilze. Und jetzt seht ihr einfach schon, wie geil sich das alles zusammen aufrollen lässt. Dazu ist noch ein schönes Kalbsspitzel. Am besten italienischer Klassiker. Also eine richtig schöne Tomatensoße. So schnell und so einfach. Also ich frage mich immer noch, warum Leute Tomatensoße aus dem Glas kaufen. Das ist eine super Alternative. Und dazu noch den Rucola dazu. Gibt noch einen nussigen Ton. Also das ist wirklich eine 0815 Nummer. Schmeckt aber richtig geil. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Und ich hau mir jetzt die Portion hier rein. Ne? Ciao, ciao.